Heute möchten wir Ihnen DALI Link von BEG vorstellen. DALI Link ist ein leistungsfähiges Lichtsteuerungssystem für DALI-Leuchten. Es basiert auf der Ihnen vielleicht schon bekannten DALI-SYS-Technologie von BEG und ist insbesondere für kleine Projekte und in der Nachrüstung eine gute Lösung. DALI Link ist modular aufgebaut und kann einfach erweitert werden. Was sich in unserem DALI Link Starter Set befindet, sehen Sie hier in unserem Unboxing. Das DALI Link Starter Set für zum Beispiel Einzelbüros oder Konferenzräume. Besteht aus einem Netzteil, einem Multisensor-Präsenzmelder PD11 und einer Vierfach-Tasterschnittstelle mit integriertem Bluetooth-Gateway. Wir legen die Box zur Seite und widmen uns nun ganz dem Inhalt und starten mit dem PD11 DALI Link. Der Präsenzmelder PD11 ist super flach und damit die erste Wahl, wenn es aufs Design ankommt. Einzigartig ist die sehr geringe Aufbauhöhe von nur 0,8 mm. Trotz der flachen Linse bietet er einen großen Erfassungsbereich von bis zu 9 Meter im Durchmesser, was für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichend ist. Bei Bedarf können weitere Melder gesetzt werden. Guided Light Funktion durch den Einsatz von weiteren DALI Link PD11 Sensoren. Insbesondere in Flurbereichen und Treppenhäusern bietet sich der Einsatz der Guided Light Funktion an. Dabei wird in angrenzenden Bereichen das Licht hochgedimmt, womit eine bessere Orientierung gewährleistet ist. Sämtliche Funktionen sind einfach über die kostenlos zu erwerbende App einzustellen. Durch den Parallelbetrieb von Meldern kann die Beleuchtung an einzelnen Arbeitsplätzen separat geregelt werden. Die einfache Umkonfigurierung der Nutzungsänderung ist einfach über die App möglich. Eine Neuverkabelung ist nicht notwendig. Zur Energieversorgung der Sensoren und der DALI-EVGs bzw. der DALI-LED-Treiber kommt das DALI-Netzteil zum Einsatz. Das im Starter-Set enthaltene DALI Link Netzteil kann große Räume mit bis zu 25 Leuchten versorgen. Bei höherem Bedarf kann einfach ein weiteres Netzteil parallel geschaltet werden, womit sich die Anzahl der anschließbaren EVGs auf bis zu 50 erhöht. Das kompakte Netzteil wird in der Regel in der abgehängten Decke untergebracht, versteckt oder direkt in die Leuchte eingebaut. Die vier Tastereingänge des Tastermoduls können individuell konfiguriert werden, um entweder Szenen maximal bis zu 16 aufzurufen oder Leuchtgruppen direkt zu steuern. Szenen können über die DALI Link App direkt per Handy komfortabel abgerufen werden. Alternativ ist der Abruf über die an die Tasterschnittstelle angeschlossenen Taster. Da sämtliche Komponenten nur über einzige Verdrahtung verbunden sind, wird die Nachrüstung erheblich erleichtert. Somit kann eine gegebenenfalls existierende Verdrahtung für den DALI-Bus genutzt werden. Zentrale Plattform für die Programmierung und Bedienung sämtlicher Funktionen ist die kostenlos erhältliche DALI Link App. Voraussetzung ist ein Android- oder iOS-Gerät mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle. Die DALI Link App wird gestartet. Das Gerät wird mit dem Bluetooth-Taster gekoppelt. Aus Sicherheitsgründen wird das Passwort geändert. Die Konfiguration wird mit dem beiliegenden QR-Code freigeschaltet. Nun werden die Geräte ganz nach dem Zufallsprinzip adressiert. Wir wollen die vorhandenen Lampen in zwei Gruppen einteilen. Deshalb weisen wir den Geräten Gruppen-IDs zu und benennen sie. Das kann eine Weile dauern. Jetzt werden die Geräte sortiert.
Schließlich stellen wir die gewünschten Parameter für die Geräte individuell ein. Das war eine kurze Einführung in das DALI-Link-System von BEG. Weitere spannende Produkte in unserem YouTube-Channel unter BEG Brück Elektronik GmbH.